Oh Gott, da seid ihr ja schon. Okay, Leute, was geht ab? Jetzt kommt zurück zu einer neuen Folge von Super Mario 3D Land. Und es ist was sagenumwobenes passiert. Hier steht mein Skylander-Portal. Es führt zum PC und es funktioniert. Ich habe es geschafft, Skylanders auf dem PC zu spielen. Und ja, ich weiß, dass mein T-Shirt ein bisschen flimmert. Das ist ein bisschen seltsam, ich weiß nicht warum. Und hammermäßig. Es funktioniert. Wir können also ein Skylanders Let's Play spielen, weil meine Wii U ist kaputt. Jetzt habe ich hier 10.000 Skylanders neben mir liegen. Hab gerade ein bisschen was von der Story gespielt. Superchargers. Oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder für ein Level? Boah, nee, gar keine Lust, das einzusammeln. Oh, Boomerango. Nee, warte mal, ich muss erst noch hier. Achso, ich soll hier rumhüpfen, random. Ja, das hätte mir einer sagen sollen. Ich feiere das Spiel genauso wie vorher. Aber jetzt halt ultra hyped auf das Skylanders LP. Wirklich. Ich weiß noch nicht, wann ich es machen werde. Jetzt lasse ich erstmal das hier, das Portal 2 Let's Play wird noch kommen. Das hier kommt. Die Videos, die ich jetzt gerade aufnehme. Achso. Shit. Ohne. Chinooki ist hier nicht gut Kirschen essen. Ich sag's euch. Lauf halt, ich muss da rüber. Da ist eine blöde Biene. Geh hoch. Extrem schwer zu holen. Also auf jeden Fall das hier, wie ich schätze, kommt vermutlich nach dem Portal Let's Play, beziehungsweise gleichzeitig wie das Portal Let's Play. Also Stand jetzt habe ich Portal schon komplett fertig aufgenommen. Alle 3 Star Coins. Oh mein Gott. In dem Level, wo ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert eigentlich. Das ist auch so verwickelt. Oh, ja, Zeit nehme ich immer mit. Oh, das war eine schlechte Idee. Gut, gut, gut. Von mir aus kann jetzt das Ziel kommen. Also auf jeden Fall hier jetzt Bowser steht. Das Problem ist, eure Stats sind auf den Figuren eingespeichert. Der ist grün unten, gell? Das ist cool. Das heißt, Bowser hat jetzt schon die Chaos-Krone auf Nice, weil ich habe das Spiel schon durchgespielt. Und ist jetzt halt nicht ganz so toll. Aber ich glaube, das stört nicht, dass die jetzt schon alle Stats haben von Anfang an, dass Bowser Feuersprung kann oder sonst irgendwas. Es ist ein grandioses Spiel, es sind mindestens 20, 30 Videos dazu, die es geben wird. Von dem her, ja. Ich habe das Spiel jetzt schon, ich habe ultra Bock, es zu spielen, aber ich kann es noch nicht aufnehmen. Einfach weil... Oh Gott. Ach, wir sind bei dem Boss-Level? Okay. Okay, ich sollte mal aufhören zu reden, ganz halt, gell? Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es für euch allzu schlimm ist, dass die Chars jetzt schon alles können. Also ich hoffe zumindest, dass es für euch nicht so schlimm ist. Wie soll man denn da... Hä? Ach, über das Rote dann rüber. Okay, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendeine Lampe nicht an. Erstens ist es bockdunkel. Und zweitens ist es total ungemütlich hier. Ich bin doch zu dumm zu allem, hallo? Ich sehe so gleich aus, gell? Ist das bei euch auch so? Kümmere mich da gleich drum. Sag mal. Was dann jetzt vielleicht doch mal? Was ist mit dem Herbert hier? Wow. Ja gut. Gas geben halt. Okay, das hier sieht jetzt
nicht ganz so. Wieso fliegt der Schnösel denn nicht? Ich will da. Ach komm! Haben wir zwei? Zwei von drei? Geh da hoch! Geh da hoch! Mario, geh hoch! Lauf! 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 Stirb! Da! Egal! Ich krieg die Krise! Ja, genau das brauche ich jetzt. Ja, ich sehe es. Ganz kurz, ich mache mir gerade Sorgen wegen der Facecam. Gut, weiter geht's. Ich nehme das nicht. Die können mich nicht dazu zwingen, dass ich den Quatsch nehme. Boah, ich hasse dieses Spiel. Vor allen Dingen hasse ich Scrolling Level. So, dich darf ich jetzt nicht verlieren, weil sonst schlecht. Starcoin. Sprung. Noch vorausschauen denken. Ist weg, du Schnösel. Oh, ich wette, da geht's hoch oder so. Gut, wir haben alle, wir haben alle. Hallo, wir haben alle, wir haben alle. Haben wir alle? Ja. Keine Ahnung, was da unten noch war. Habe ich jetzt aber auch keine Lust. Habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust zu gucken? Ich gehe einfach rein. Ich weiß, das mit der Münze ist immer noch ein bisschen blöd, aber ich habe derzeit keine Ahnung. Oh, Pam-Pam. Hinter mir. Das ist sowas von unfair. Was? Überhaupt nicht random oder so. Jo. Was kann man hier erwarten? Hier hinten? Block. Also ich glaube. Bringt eigentlich der Long Jump irgendwas in dem Spiel? Oh ja, mit dem kommt man ganz gut voran. Okay. Ja genau, zu den Skylanders jetzt. Ich überlege, ob ich das erst zum Sommer hin aufnehme, wenn dann täglich Videos kommen. Ja. Oder. Also ich mache jetzt erstmal das fertig, wenn ich das Spiel fertig habe. Wir sind bei Welt 4 von 8 plus irgendwas Zusatz wahrscheinlich. Dann kümmere ich mich um das da. Und vorher spiele ich Skylanders wahrscheinlich nochmal privat, einfach dass ich ein bisschen Plan habe, was da genau abläuft. Ich weiß, ich habe Luigi's Mansion 3 damals blind gespielt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das ganz so gut ist, wenn man ein Spiel blind spielt, weil dann ist man immer so verzweifelt, wenn man irgendwas nicht. Ich bin gerade nicht ernsthaft wieder in dieses Spiel rein, oder? Ich sage, hä? Geh weiter. Wir wollen einen Brief. Boah. Ich muss dieses. Warte. Was ist denn jetzt auf einmal los hier alles? Als wäre irgendwie ein Licht anders. Das hier war vorher nicht so. Ich bin irgendwie verwirrt. Ich setze mich mal gerade hin wieder und gehe ein Stück weiter vor. So. Oh Gott, Peach wird überfallen. Ich hoffe, das regelt sich jetzt noch das Ganze, weil das stört extremst, dass man halt weggemacht wird.
Nur weil ich kein weißes T-Shirt mehr habe. Also ich werde für die nächste Aufnahme ein anderes T-Shirt anziehen. Wir machen jetzt noch ein Level und dann war es das auch schon für heute. Das ist total ungemütlich, wenn man die ganze Zeit sieht, dass einem das Ding weg hat. Oh! Okay, hier geht's hoch. Hier geht's sogar rein. Okay, ich muss mir jetzt erstmal ein Stück zurückfinden. Ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr, dass das die ganze Zeit jetzt ist. Das sieht doch jeder Blinde. Das ist genau der erste Bonusraum, nur dass jetzt hier eine Starcoin ist. Gut! Wenn man schon wieder keine Ahnung hat, wo man eigentlich ist. So, hier war Hansi. Achso, und wir haben jetzt einfach diese eine Stelle geskippt. So, bring die Long Jumps raus. Irgendwie nicht. Was ist das für eine Challenge? Also da springt doch jeder drüber, weil das Drüberspringen echt simpler ist. Was? Die können sich fortbewegen. Ey, wie cool. Hey, wie cool ist das denn? Wie cool. Hier sind solche Fische, das war mir klar. Allein wenn so eine große Fläche. Ich hoffe, die kommen nicht mit hoch. Wir sind auf jeden Fall weg. Ich ziehe gleich ein weißes T-Shirt wieder. Oh nein, was passiert hier? Ist das so ein Halte-Aus-Tower? Das ist so eine Art Last Man Standing, ja. Ich denke die ganze Zeit, das sei Cappy und will hinterher. Das bringt noch nichts, mal die in der Luft zu werfen. Okay. Nein! Egal, ist nicht so schlimm. One-up. Weil ich da ja auch zu 100% mit dem Boomerang hinschmeiß. Ja, ich habe das jetzt wieder angemacht. Blöd, Mann. Geh weg. So. Ich muss das jetzt so machen, um mich voll und ganz konzentrieren. Scheint, als wäre ich hier relativ safe. Was ist das? Und die Starcoin ist halt auch so kompletter Betrug. Ja, und jetzt kommen zwei von euch. Jetzt ist doch gut. Es ist doch gut. Ist doch gut, Nintendo. Nintendo! Dass ich noch ein Item hab, das ist mehr als nur ein Wunder. Ja, ich schieß mich instant an. Wir haben alles da, kommt ein Stück höher. Pam! Atmen! Atmen! Gut! Kann man machen. Ist ein tolles Level, ist ganz okay. Das nächste sieht nicht ganz so gut aus, wenn ich das so mit diesen Dingern, die da rollen, sehe. Nee, irgendwie nicht.
Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.